Moin Moin Leute, willkommen zurück bei Addicted Assi. Heute, ja, wie soll ich das nennen? Ich stehe die Kamera mal gerade hin, so ein bisschen so. Schadensbericht, Team Magic E63BES. Ich hab's, ja, wenn man kann sagen, ich hab's heute darauf angelegt. Ich hab's wirklich übertrieben heute. Und er hat aufgegeben, beziehungsweise ja, er hat mir gegenüber aufgegeben, weil ich habe es übertrieben. Es ist zu 1000%ig mein Fehler. Ja, was ist passiert? Es ist zu viel passiert, als dass ich sage, er ist morgen wieder repariert. Jetzt rein, ja, so mal eben gesprochen. Das wird dauern. Da muss ich erstmal sämtliche Artikelnummern raussuchen aus der Anleitung, damit ich weiß, was ich da alles bestellen muss. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles zeigen soll. Ja, fangen wir an. Die Hinterachse wird nur noch gehalten. Durch die Strebe hier, die da ist, da. Die ist auch verdreht oder fast abgerissen. Ich kann ja komplett neue Chassis bestellen, sehe ich gerade. Die hält nur noch an der Strebe hier unter der Reglerhülle hier. Oh, es ist zum Kotzen, sage ich euch. So, ja, ich drehe ihn um. Man sieht dann, glaube ich, mehr. Ich nehme mal die Kamera ab und ich zeige euch das dann einfach. So. Hier haben wir eine komplette Trennung. Wie gesagt, da unten die Strebe, die ihr da seht. Ich mache mal eben das Licht an der Kamera. Danke. So. Da hinten. Hoppala. Da, wo die Schraube in der Mitte ist, da unten. Da ist der einzige Punkt, der noch hält. Ja. Vorne. Auch nicht ohne. Und zwar die gelbe Aluplatte hier. Verbogen. Hier ist irgendwo was rausgerissen. Also wir haben hier einen richtig bösen Schaden. Da. Stift am Querlenker ist gebrochen. Querlenker ist gebrochen. Da ist der Rest vom Stift, wie man sieht. Antriebswelle hinten im Center, die habe ich wiedergefunden zum Glück. Das ist so ätzend. So, das Schlimmste eigentlich, also das ist jetzt so richtig der Schaden. Ne? Also das ist, wenn man das hier... Das zerreißt mir echt mein Modellbauerherz. Und vor allem ist es ja mein Lieblingsauto, dieses Fahrzeug. Und ja, wie gesagt, meine Schuld. Laser und ich waren bei Casio, wollten ein paar Aufnahmen machen, er wollte ein paar Fotos schießen. Ich bin auf der Rampe zugefahren und das lief einfach geil. Der Wagen hat es mitgemacht. Ich sehe gerade hier, die Spurstange hier ist auch komplett krumm. Hier hält sie noch am Chassis, da ist sie, glaube ich, irgendwo ist sie nicht mehr dran und da ist sie dran. Und das lief gut, also ich bin auch an 4S, ich bin zwar sehr schnell auf die Rampe zu, weil wir legen die dann immer so auf den Kannstein auf. Also wenn das jetzt hier der Kannstein ist, legen wir die Rampe so auf, damit der Wagen ein bisschen höher springt. Je nachdem, wie man es will, man kann die Rampe auch davor legen, dann ist auch alles gut. Naja, hatten wir auch am Anfang, aber ich wollte ein bisschen höher und er hat es ja auch alles mitgemacht. Ich habe irgendwann schon gesagt, okay, den einen Sprung noch, dann ist gut, weil ich will mein Glück jetzt nicht herausfordern. Ja, hätte ich mal gleich aufgehört. Ja, ich bin dann so circa mit 50 Sachen, ging voll an der Rampe vorbei und 1A auf den Kannstein aufgeprallt. Er hat es aufgenommen. Ich weiß nicht, wann es kommt. Kann sein, dass heute noch was kommt. Kann sein, dass erst im Laufe der Woche was kommt. Ich weiß es nicht. Der Wagen hat sich quasi über den Kannstein so
ne, Kannstein, der hat sich so rübergestülpt und hat sich überschlagen wie blöd. So, ich muss aber sagen, dass das, was hier passiert ist, ich habe das gesehen und habe gelacht und habe gesagt, okay, ich habe es übertrieben, ne, das ist das, was ich gesehen habe. Und habe gesagt, ja, gut, bezahle ich Lehrgeld, ne, ist so. Aber das, was jetzt kommt, das kotzt mich ganz ehrlich so richtig am meisten an. Die Felge. Oh, hab ich gekotzt, als ich das gesehen habe. Die ist durch. Und das Schöne ist, diese Reifen und Felgen bekommt man nicht mal eben so. Ich gucke jetzt extra gerade nochmal die anderen Reifen durch. Aber das war das Rad, was als erstes auf den Kannstein getroffen ist. Ja, die anderen sehen gut aus. Und das hat, ja, das hat dann viel abfangen müssen und hat leider nicht alles abfangen können. Da oben der Kranz, ich sehe es gerade, ist auch noch gebrochen da. Ach ja, was soll ich sagen, das ist scheiße. Das ist richtig Mörderscheiße. Naja, aber oh, und ich habe noch gesagt, heute Abend muss ich ihn sowieso mal komplett auseinandernehmen, weil er muss mal komplett gewartet werden. Jetzt habe ich sowieso jeglichen Grund dazu. Der muss komplett auseinandergenommen werden. Naja, vielleicht finde ich ja noch irgendwas anderes. Also bis jetzt augenscheinlich ist nicht mehr kaputt, obwohl das eigentlich schon genug ist. Da, oh, die vordere Aluplatte hier ist auch verbogen. Oh. Das versaut einem echt den Abend, ey. Ach ja, aber wie lange habe ich ihn jetzt? Halbes Jahr? Na, noch nicht mal. Kurz vor Eslo, das war im Mai, ja, 5 Monate habe ich ihn jetzt. In den 5 Monaten bin ich ihn aber wirklich viel gefahren und echt richtig oft und ja, der hat aber auch einiges ausgehalten. Also der hat, ich habe ihn auch im Grunde gepflegt. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, okay, jetzt zeig mal, was du kannst, ne? Aber ja, naja. Auch ein T-Magic E6 3 BES ist nicht unzerstörbar. Der hält zwar sehr, sehr viel aus, aber ein Fehler und das Ding liegt brach. Das ist aber auch, das passiert euch bei jedem Auto. Das passiert bei Losi, das passiert bei X-Ray, das passiert bei Arma, das passiert bei allen Marken. Einmal richtig ein scheiß Fehler und das Ding ist im Arsch. Also der hat heute ein Dreifach-Salto, ich fahre nur 4S, wir haben die Rampe hochgelegt. Der hat einen Dreifach-Backflip gemacht, ist danach auf der Fresse gelandet. Da habe ich den Dreck hier aus dem Licht gepult vorne und der ist weitergefahren. Da war nichts los. Aber mit so viel Saft auf dem Kannstein rauf, das ist Kacke. Ja, ich werde die Tage anfangen, den auseinanderzunehmen. Und ja, mal gucken. Vielleicht mache ich ein Aufbauvideo oder Auseinanderbauvideo, wie man das dann repariert. Keine Ahnung, ich überlege mir noch was. Naja. Gut. Ihr merkt, meine Stimmung ist jeglich der guten. Es ist zum Kotzen. Na egal. Ich verabschiede mich hier wieder. Bis zum nächsten Mal.